Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in 70D. Heute gehe ich mit euch mal in meine kleine Mine unterm weiteren Haus und probiere ein bisschen Material fördern werden, und zwar Stein und alle anderen Ressourcen, die wir hier haben. Wir haben hier Kohle, wir haben hier Eisen, wir haben hier Sand als Nebenprodukt, wir haben hier Stein, Nitrat und Blei. Hier ist Kohle, Eisen, Stein, klar, überall Eisen und da ist Nitrat. Ich brauche ein bisschen Material, und zwar jetzt brauche ich Steine. Ich brauche die Steine, also diesen Lärm jetzt noch ganz an wie eine Futtertaschette, aber diesen Lärm kommt hier halt nicht zu. Den Vorteil, ich bin hier unter der Erde und sie können mich schwer erreichen. Aber auch hier haben sie mich schon besucht. Im Keller hier, kann man sagen. Hier haben sich praktisch durch meine alte Mühle den Rest freigebrüllt. Zwar Decke. Über mir ist ja die Bleimine gewesen und da habe ich ja zuerst gebuddelt. Und da drum habe ich schon zugemacht mit den Steinen hier, mit den Pflastersteinen. Auch drüber eine Lage, ein, zwei Lagen, glaube ich, drei Lagen drüber. Weil sonst buddeln sie sich hier frei, also richtig rein. Und naja, gut, da habe ich jetzt entsprechend vorgebeugt. Beziehungsweise richtig schön zugemacht wird. Oh, wie lange es hält, das ist immer fraglich. Ist ja lästig, ne? Sobald ich was höre, dann für einerseits hier Stunden brauch. Da. Ich brauche eine Maschine für. Den Bruch dann. Und schön nehmen. Wollte ich die Fong machen. Also neben Eisen kommt auch schön viel Steine raus. Und dem brauche ich jetzt Beton. Und Beton ist ganz wichtig. Ein sehr hartes Material. Dabei sind sich teilweise die Zähne aus. Aber hat nicht lange, ne? Ein Stein, aber brauchen wir auch machen, weißt du, ne? Also wer mit einer kleinen Feder arbeiten darf, der wird sich freuen. Auch Ewigkeiten gehen. Die beste Basis muss auf der Füße gebaut werden, halt bekommen. Ne? Hauptsache die Decke stürzt ihn ein, ne? Das ist schon mal eine kleine Sorge. Dass ich also den betreibe, ne? So, Sprit ist alle. Spritzung habe ich auch keine mehr. Wir haben jetzt die Fähigkeit aus Ölschüler verdient. Und da kommt Masse was drauf. Also den Benzin brauchen wir kein Auto mehr auseinanderlegen, ne? Entweder heute oder morgen gut oder Nacht, ne? Also wenn wir ein bisschen was suchen, ne? Munition brauchen wir noch ein bisschen. Kann ich haben, ne? Was wir noch brauchen ist
So, Wasser brauchen wir noch. Dann werden wir gleich losziehen. Das heißt, soll ich mach mal Zement her. Und können wir dann gleich bekommen. Lassen. Ich hab schon ein Loch eingebuddelt hier. Aufpassen, nicht mit dem Wasser auftauchen. Schauen wir mal kurz rein. Inventar. Steine, fast 6000. Machen wir noch ein bisschen. Aber Steine können wir auch Brustern herstellen, das werden wir auch tun. Mittlerweile haben wir einen zweiten Schritt stehen. Und der wird mir dann einen Brustern herstellen. Lange war das Messing. Die müssen wir eigentlich noch einen Bücherladen suchen. Wo sind wir hin? Oder wie ein Händler? Wir suchen heute einen Händler auf. Ein paar Sachen zu verkaufen. Überschüssige Waffen zum Beispiel. Die wir nicht brauchen. Einfache, schlechte Waffen. Ein bisschen Geld für, aber nicht viel, aber ihr wisst was, ne? Bücher sind für mich ganz wichtig. Also das müssen wir lernen. Je mehr wir wissen, umso besser können wir Sachen herstellen. So, da sind drei. Ja, das Ding braucht viel Sprit, also sehr viel. Hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Die letzten Folgen waren mit Musik, war keine Absicht. Weil ich finde, Musik ist auch nicht passend dazu. Ja, weil der separate Player extra ist und den habe ich jetzt mal kurz aufgeschaltet. Das ist halt eine Hintergrundmusik. Das ist schon gut. Und läuft, ne? So. Gut, sollte reichen. Muss ich ein Loch hier raus holen hier. Wo geht's raus? Da oben. Muss ich mal ein bisschen markieren, ich weiß nicht genau wie. Gut, dass meine Helm schon Lampe hat. Dadurch können wir ein bisschen was sehen. Erstaunlicherweise ist tagshell auch. Hier von draußen Licht rein. Auch nicht schlecht. So, mein, was ich meine. Der Filter, der Gamma-Filter ist auch normal. Auf Standard. Darum sieht man so genau, wie ich das immer sonst sehen würde. Wenn ich blind. Also im Prinzip fast dunkel. Ich muss hier mal noch Treppen bauen, das hier oben muss wieder weg. Dass wir auf eine Ebene gehen, dass wir nicht hochgehen brauchen. Bei Gelegenheit. So, wenn wir ganz kurz in meinem. Machen wir kurz Beton. So, dazu brauchen wir Zement. Den Sand. Und dann hauen wir mal rein. Schauen wir mal, was hinkriegen und dann werden wir sehen, was kann raus. Eisen. Eisen kann raus. Das brauchen wir nachher. Benzin brauchen wir als Reserve. Für den Moped. Tee kann der woanders raus. Holz auch. Nitrat. Dann brauchen wir nur Einfühl. Und da den Clown haben wir 5 gebaut. Da habe ich gar nicht gewusst, dass ich nur einen bauen kann, aber jetzt. Oh. Nein.
Schauen wir schon. Mischen. So, jetzt haben wir noch. Was fehlt noch? Zement, ne? Da können wir nochmal Beton mischen. Zweite Ladung. Brauchen wir jetzt zwar nicht sofort, aber wenn wir da haben, da, ne? Hier ist Stahl, Eisen. Hier ist Beton. Zement. Wir stellen was her und wir haben ein bisschen da. So. Da hat er wieder was geschmolzen. Stein. Ich hau mal hier mal rein. 2000. Kann er ja arbeiten nebenbei. Alle Ruhe. Und hier haben wir noch einen zweiten Ansteller. Das ist eine wahre Freude. So was wir noch nie gehabt. Aber da braucht eine Weile. Die Zeit soll er haben. Kohle. Ja, dann mindestens auch Kohle. Kohle, Eisen, Nitrat und Blei. Und das ist, ich würde sagen, alles was brauchen wir nicht. Mal ein bisschen reichen. Falls wir was bauen wollen, ne? Also bauen wollen, dann haben wir was da. Dann haben wir hier das rein. Noch was Brauchbares, das Wasser wollen wir auch holen. Ja, vom Wasser. Ich habe nur 10 hergestellt. Wollte mal testen. Unseren Tee. Und wir holen jetzt Wasser und wir gehen mal erkunden, was wir schon noch holen können. So, schauen wir mal. Hoffe, ihr könnt alles gut hören. Heute Sonntagabend. So, Entspannung mal abends schön 7 Days to Leave spielen. So, 2-3 Folgen aufnehmen. Der Kram ist auch fertig. Draußen noch ein bisschen aufwerten. Dann können wir hier was bauen. Können wir uns sicher fühlen. So, wo fahren wir am besten hin? Am besten da, wo wir noch nicht waren, ne? Und zwar in grünen Karte. Hier war verseucht. Hier können wir nicht hin. Wahrscheinlich, weil die Welt da zu Ende ist. So. In der Wüste. Dem Ende war ich auch noch nicht. Das heißt, hier mal langfahren. Durch Stadt durch. Die Stadt ist. Hier rechts. Ja, alles täuscht. Jetzt irre mich nicht. Ich habe heute mal einen kleinen Tipp bekommen oder gesehen. Auf dem Friedhof gibt es besonders viel was zu holen. Munition. Und da war keiner. Aber ich habe hier eine komplett andere Karte. Das heißt, nur dem, was ich finde. Ne? Also kann man nicht vergleichen jetzt. Mit Fundorten. Aber ich denke mal, hier wird das auch so ähnlich sein. Aber wie gesagt, auf dem Friedhof auch hin. Also alles täuscht. Hatten wir hier mal einen gehabt. Die Tür zu gemacht. Ich hoffe hier an, ne? Wenn nicht, dann auch nicht tun. Hier ist viel
Pflanzen. Oh, Hase. Naja, Fleisch habe ich nach genug gehabt, also brauche ich keinen Hase. Hühner noch keinen gesehen. Ist auch noch Hut oder wie? Ich habe mal nach dem Ratschlag gefragt. Hm. Überall möglich. Ja, schön. Ich war schon überall. Fast. Also fast. Also, hier ist noch sehr viel. Diese Bibliothek. Ob man hier schon was looten kann, den neuen? Muss ich mal reingehen, ne? Muss ich mal anschleichen. Denn die Zombies sind garantiert wieder aktiv. Mir erschrocken um die Ecke. Mann, muss ich so umbringen. Ja. Junge Bücher. War das eine Axt? Oh, Bronze. Oder Messing. Aber keine Waffen. Oh, eine Waffe. Beziehungsweise, was ich brauche, ist Dings. Waffen nicht. Oh, wenn ich so umbringen hier. Warum schon Wasser gekriegt? Hm, aber keine Munition schon, aber keine wichtige Ausrüstung. Ne? Bücher wollte ich haben. Ich hätte gerne Bücher. Achso, wegen Händler rumfahren, ne? Also zu spät. Beziehungsweise nächsten Folge. So, das kann. Ja. Eine stählerne Feueraxt. Muss ich tauschen. Das kennen wir schon. Können wir verkaufen. Rüber. Ja, das auch rüber. Jetzt fehlen mir eiserne Türen, ne? Rüber. Eisenrohr können wir zwar stecken, aber wir mal finden werden, unwahrscheinlich. Nähset.
Eisenschaufel. Ich habe eine Stahlschaufel. Kann auch wieder. Nägel. Quarz. Reparaturkit. Das ist gut. Sogar zwei. Nur mal kurz verändern. Und vergleichen mit neuen. So. Und verändern. Abschließen. Dann können wir die. Was noch? Gut. Die 1 ist ohne Mod. Steigen wir mal auf und schauen mal, ob wir so eine Kiste finden, ne? Wie jetzt, ne? Friedhof. Schon noch früh am Tag. Wollen wir einiges erleben. Soll ein Krankenhaus sein. Das ist für mich immer nicht so wichtig. Ich würde gerne Bücher laden. Ne? Das hilft mir ja im Prinzip in der Bibliothek oder irgend sowas. Noch ein Hase. Aber dieser Hasen zeigt Fisch. Fix, da war er schon. Da haben wir eine Eisdehn, da waren wir lang, die Ecke waren wir nicht. Wir müssen nicht am Ende. Mal gucken. Die Straße will folgen. Oder will ich folgen? Hier in der Mitte wird nichts sein, das ist keine Phase. Mal schauen, was hier oben ist. Hier ist ein Riesengebiet. Oh, eine Kiste. Wo ist denn die Kiste hier? Geradeaus. Dann gehen wir gleich hin, ne? Die Kiste können wir mitnehmen. Sauber. Haben wir noch nicht, kennen wir noch nicht. Schauen wir gleich mal durch hier. Wäre nicht schlecht, wenn wir mal so ein Ding finden würden, ne? So. Oh, nicht vergessen. Oh, das ist heftig, da haben wir wieder ab. Da ist ein Gebäude, Tankstelle. Nein, das ist mir so heftig, da sind da mindestens zwei große schwarze und drei kleine. Da, weg. Die fressen nicht quer. Schöne Autos. Also Autos, einmal genug gehabt. Was ich brauche ist jetzt, ja,
ein Haus der Bibliothek sein soll. Wissens. Auftanken, weil sehr äußerst ungünstig, wenn wir gerade dann tanken müssen, wenn wir gerade in Bedrängnis kommen, dann kommt der Regen, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja schlecht. Oh, 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 oh. Ihr wisst, was heißt. Na ja. Gut, hier geht gerade zu Ende. Deswegen ist hier finito. Aha, gut, okay. Da kommen wir nicht weiter, da bringt nichts. Da jetzt noch Wetter ist, gehen wir ein Haus gucken hier, ne? Schauen wir mal hier. Unser schönes Erdbohrer, ne? Unsere schöne Axt. Wildschweine. Ach, rede mit Händler. Okay, okay. So. Unsere neue Axt. Oh, ich habe die Erdbau mitgenommen. Ja, nicht so gut. Blei. Klopfen mal an. Wechsel haben wir genug mit Power, ne? Oh, Messing! Kühe! Komm hier auf, aber ein Schuss noch. So. Auch hier werden wir wieder erstmal säubern. Und dann fangen wir oben an. Hier ist zugemacht. Ja, das Haus ist ein bisschen morsch. Gehen wir mal hier gucken. Ah, Football! Du hast den auch nicht gehabt vorher. Erste Mal. Hier ist ein Dach im Haus. Und da war Tür drin. Was für ein Käse. Und da ist mein Türknopf. Ein Schwach. So muss es sein. So, auch ein Dingsalle. Aber klar, nehmen wir auch mit. Wieder unten. Ja. Wieder raus. Hier oben ist schon mächtig morsch. Also, wir haben Griffel jetzt gekriegt. Zwei Stück, glaube ich. Hier hinter ist interessant. So. Machen wir das Dings noch nicht.
Olle Ziege. Muss mir so erschrecken. Oh. Griffe, Griffe. Für einen Schlag erledigt. Jetzt schauen wir nach, ne? Wo über Kaffee sind es hier? So. Tisch. Passen die mit Schieße und die. Aha. Eine Kiste. Naja, wenn man nicht mehr weiß, dann macht man Opfergaben, ne? Oh, ein Messer mit 6. Da hat es schon gelohnt. Von der Kiste her. Das ist natürlich jetzt bescheiden. Hätte ich auch so lassen können. Ja, was lasse ich nun hier? Papier. Und der muss mit. Ja. Ja, Eisen. Glaskrug. Bohrer. Jagdgewehr. Ich nehme viel zu viel Sachen mit. Stahl. Vorschlagkammer. Naja. Kachelbohnen. Kochen kann mit nichts. Ja. Na ja gut, Federn sage ich. So. Also wir voll. Oh. Na gut, das können wir auch vergessen. Naja. Haben sie geglaubt, sie können? Sie können da nutzen, ne? Okay. Was ist hier oben für ein Scheiß, ne? Ich hinkomme, da mache ich mir einen Weg frei, ne? Oh. Müsste ein sein. Aus wie Holz. Nix. Dann müssen wir so gucken. Also mal ganz kurz gucken. Kurz tauschen. Und ja, tauschen ist gut. Die. Ach so, weil ich drücke immer E. Start.
Statt, da ist nix. Da ist nix, dann lohnt sich nicht. Bin eigentlich voll. Oh. Bier. Kann es kein Bier brauchen. Gut, hier haben wir schon gewesen. Hier brechen wir so wieder ein. Puma. Ah, da, das Ding. Kapuze. Und den Bohrer lieber da reinlegen, ne? Mal sehen, wo du so denkst, gut ist. So, Jagdmeister ist gut. Können wir gleich eintauschen. Das lernen wir gleich. Legen wir da rüber. Ach so. Gut. Platz gespart. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Das haben wir, das können wir. Ja, das fällt keiner rein, zwei Plätze. Mein Bruder ist kalt, nehmen wir zurück. Also die Ecke ist erledigt. Fürs Erste. Dann werden wir nochmal fahren Richtung grüne Zone. Ja, ich war zu schnell für dich. Warme Zone vor allen Dingen, ne? Ich hab doch einen Mantel an schon, oder noch? Ja. Die Jungs bringen ja viel XP bringen, ne? Aber munitionstechnisch gesehen wäre das nicht klug. Und im Nahkampf würde ich mich gar nicht auf einlassen. Tach! Wir werden links abbiegen, rechts in die. Ja. Was haben wir? So, sechs Stück, da ist ja hier, die bringen die um. Oh, ein Bär! Aber wenn du Tiere jagen willst, bist du in einer eisigen Welt, genau richtig. So, jetzt kommen wir raus auf den Schnee. Endlich, was wärmer ist. Hier ist kalt. Immer noch kalt. Der Weg kreuzt sich hier. Was machen wir jetzt alles? So. Hier in die Ecke, gut, da oben war. Dann wird hier auch irgendwo verseucht sein. Aber wir fahren mal die Straße links lang. Das wäre es, ne?
Hier waren wir auch mal drin gewesen. Da ist ein Geschäft. Oder? Na, heute nicht. So was Passendes. Oh, liebe Folge. Zugeschaut, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Dann seid mal tschüss und den Gewinn. Ciao, ciao. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.